Genau. Aber heute geht es erstmal um Roboterprogrammierung. Und da fangen wir mit einer kleinen Motivation an. Also, warum ist es immer wichtiger, Roboter programmieren zu können? Weil wir oft Fälle haben, in denen wir nicht mehr immer nur Serie produzieren, sondern vielleicht nur eine kleine Serie oder wir fertigen Unikate an. Das heißt, wir müssen unsere Roboter immer mal wieder neu programmieren für eben einen neuen Prototyp oder eine andere Ausstattungsvariante. Und das erfordert eben dann die Umprogrammierung von den Robotern. Andere Bereiche, in denen neue Anforderungen an Robotik entstehen, ist im Servicebereich, also Handel, Qualitätssicherung, Pflege oder im Handwerk, wo man dann eben zum Roboter beibringen möchte, wie man ein Holzbrett bohren muss. Und der Handwerker dem Roboter jetzt eben spielend leicht beibringen kann, wo eben die Bohrpunkte sind und eben kein professioneller Programmierer sein muss. Genau. Der andere Bereich, der natürlich für uns interessant ist, aus der humanoiden Robotik, da haben wir natürlich, müssen wir viele Objekte manipulieren, wir müssen komplexe Aufgaben lösen und müssen auch mit den Menschen zusammenarbeiten. Und die Frage ist, wie kommt man denn dahin, dass man einen Roboter dazu bringen kann, zum Beispiel Orangensaft in einen Becher einzuschütten? Genau. Eine Möglichkeit dafür, die wir uns heute noch nicht so intensiv anschauen, aber in der nächsten Vorlesung dann, ist so die interaktive Programmierung. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass ein Mensch hier vormacht, wie man hier so ein Objekt greifen könnte, dann wollen wir das dem Roboter beibringen. Und um das machen zu können, müssen wir erstmal verstehen, was hat der Mensch gemacht. Das heißt, wir müssen die Bewegung irgendwie segmentieren und interpretieren. Dann können wir das Ganze übertragen auf den Roboter in Simulation, abstrahieren und sagen, okay, welche Trajektorien brauche ich jetzt für den Roboterarm? Und am Ende ist dann die Hoffnung, dass ich eben die Bewegung, die der Mensch vorgemacht hat, dem Roboter beibringen kann, ohne das dann eben explizit zu programmieren, interaktiv durch Vormachen. Aber das ist ein sehr großes Gebiet, das wir in einer einzelnen Vorlesung behandeln. Genau. Frage ist natürlich, wenn man jetzt, was man hier jetzt sieht in dem Video, ist hier oben, das ist unser Vicon-Markersystem. Da kann man, das kennt ihr wahrscheinlich so aus Filmaufnahmen, in Hollywood machen die das auch oft, kann man so menschliche Bewegungen mit aufnehmen. Da sind so kleine graue Kügelchen an so einem schwarzen Anzug dran und dann kann man über Infrarot, können Kameras aufnehmen, wo sich diese Kugeln befinden und dann kann man eben herausfinden, wie der Mensch sich bewegt hat. Und was man dann natürlich wissen muss, wenn man so eine Aufnahme von einem Menschen hat, wann startet der Mensch eine neue Bewegung, also Segmentierung. Und zum Beispiel hier ist er am Schütteln, dann schüttelt er in die andere Richtung. Und zu wissen, wann ist ein Mensch fertig mit einer Bewegung, wann beginnt er mit der nächsten, so das Segmentierungsproblem. Das ist aber auch was, was wir uns in der nächsten Vorlesung erst genauer anschauen wollen. Aber genau, hier sieht man zum Beispiel so eine Bewegung, die jetzt abstrahiert wurde, von dem Menschen vorgemacht. Genau. Allerdings wollen wir jetzt noch nicht mit diesen interessanten und neueren Verfahren anfangen, sondern wir machen jetzt erstmal so einen geschichtlichen Ausflug in klassische Roboterprogrammierung, auch nur eine kurze Übersicht. Und dann schauen wir uns nachher so die grafischen Programmierverfahren an, über Statecharts. Das ist was, was wir auch an unserem Lehrstuhl sehr intensiv machen. Und am Ende machen wir noch so ein bisschen symbolische Planung. Genau. Wie kann man Roboterprogrammierverfahren kategorisieren? Es gibt zum einen die Online-Verfahren, die also auf dem Roboter direkt beigebracht werden. Also ich benutze den Roboter direkt durch Teach-In und so weiter. Und die Offline-Verfahren, das heißt, ich setze mich hin und programmiere irgendwas, grafisch oder textuell. Und bei den direkten gibt es auch verschiedene Varianten, also zum Beispiel Teach-In, dass ich den Roboter manuell irgendwo hinfahre, oder Playback, dass ich den Roboter erstmal irgendwo hinschiebe und ihn das abfahren lasse. Die schauen wir uns alle nochmal genauer an gleich. Und bei den Offline-Verfahren gibt es einmal die textuellen. Das ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Also, dass ich natürlich irgendeinen Programmcode schreibe und der Roboter dann diesen Programmcode ausführt. Da kann es welche geben, die sehr low-level sind, wo ich wirklich kleinschrittig beschreibe, was der Roboter machen kann. Oder wo ich sehr high-level bin und nur ein Ziel vorgebe und der Roboter muss selber herausfinden, welche Schritte sind notwendig, um das Ziel zu erreichen. Und die andere Offline-Seite sind die grafischen Verfahren. Da gibt es welche, die sind eher bewegungsorientiert, also wie soll sich der Roboter bewegen? Und andere sind dann auch
aufgabenorientiert, das heißt, was soll mit der Welt passieren? Und da muss der Roboter selber herausfinden, was er dann dafür tun muss. Sehr ähnlich, also die beiden entsprechen sich hier immer. Genau. Es gibt natürlich auch beliebig viele Mischverfahren davon. Und das, was wir am Anfang gesehen haben, diese interaktiven Verfahren, die fallen in die Kategorie Programmieren durch Vormachen. PDV nennen wir das. Und das ist, wie gesagt, das nächste Kapitel 12. Dann am Montag. Genau. Wie können wir jetzt diese Verfahren einteilen? Ich hatte es schon mal gesagt, diese direkte, indirekte Programmierung, das ist das, was wir als Online oder Offline bezeichnen. Also beim Online programmiere ich den Roboter eben direkt, indem ich an ihm dran bin, mit der Robotersteuerung, wird auch manchmal prozessnah genannt. Bei Offline setze ich mich ohne den Roboter erstmal hin, mache irgendein Programm, grafisch oder textuell, und nennt man auch manchmal prozessferne Programmierung. Genau. Andere Einteilung ist, ob ich das Ganze implizit oder explizit programmiere, nennt man dann Abstraktionsgrad. Die Einteilung haben wir auch schon gesehen. Also explizit bedeutet, ich gebe dem Roboter jeden kleinen Schritt vor, den er tun muss. Also hier ist das grafisch so gemeint, Roboter geh an Position 1, 2, 3 und 4 und denk über nichts nach. Das beantwortet dann so die Frage, wie ist etwas zu tun? Und die implizite ist dann natürlich genau das Gegenstück. Ich sage, initial bist du hier, ich möchte, dass du hier hinkommst, Roboter. Kollisionsvermeidung und Fahrtplanung und so weiter musst du selber machen. Ich als Programmierer gebe dir nur die Ziele auf sehr hohem Niveau an. Genau. Und um das machen zu können, muss ich natürlich die Umwelt modellieren, die Aufgaben spezifizieren, die möglich sind in dieser Umwelt. Und dann muss ich die entsprechenden Roboterprogramme auch erzeugen. Also nur Start und Ziel anzugeben reicht ja nicht, sondern ich brauche dann ja irgendwie eine Trajektorie, die der Roboter abfährt. Genau. Und um das irgendwie dann überprüfen zu können, ob das geht, braucht man im meisten Fall irgendeine Simulation, weil man es nicht einfach so auf dem richtigen Roboter ausführen möchte. Genau. Die andere Art ist eben, wie ich jetzt wirklich die Programmierung durchführe. Da gibt es eben direkt, das schauen wir uns nicht so genau an, weil das schon ziemlich veraltet ist. Dann gibt es textuell, grafisch und natürlich gemischte Varianten. Aber das sind die, auf die wir uns fokussieren wollen. Genau. Also hier, diesen Bereich, das ist natürlich ein großer, der für die Industrie sehr wichtig ist. Deshalb schauen wir uns hier einfach mal ein paar Beispiele an. Wir gehen da aber nicht so ins Detail wie bei den anderen. Genau, also was haben wir hier? Wir haben das Teach-In, das Playback, das Master-Slave und die sensorunterstützte Programmierung. Und die schauen wir uns einzeln mal an. Teach-In ist eigentlich relativ einfach. Man hat irgendwelche Kontrollinstrumente, mit denen man den Roboter steuern kann. Das ist hier so ein bisschen historisch. Man kann das natürlich auch mit einem Joystick machen oder mit einer VR-Brille zum Beispiel, wird es heutzutage auch oft gemacht. Das heißt, ich steuere einfach den Roboter an bestimmte Punkte und sage dann an einer bestimmten Stelle, okay, speichere dir diese Position, speichere dir diese Position, und am Ende lasse ich ihn das dann einfach abfahren. Je nachdem, wie komplex dieses Teach-In ist, kann das halt von sehr einfach, wo man einfach nur Einzelbewegungen der Gelenke abspeichert, bis hin zu sehr komplexen Dingen gehen. Also man kann zum Beispiel auch schon die Steuerung einfach in den im Arbeitsraum machen. Das haben wir ja kennengelernt über inverse Kinematik, dass das also schon von uns abgenommen wird. Man kann nur Anfahrpunkte bestimmen, aber vielleicht auch Geschwindigkeiten. Vielleicht habe ich zusätzliche Befehle, um einen Endeffektor, einen Greifer zu steuern. Und die Idee ist eben, dass ich mich so als Fahrer vom Roboter, Steuerer vom Roboter hinsetze und ihm vormache, was er dann mit dem Roboter mache, was er tun soll. Genau, das ist dann hier so ein Beispiel für hier so einen kleinen Roboter, der irgendwie 5 Freiheitsgrade hat und 1 Kilo tragen kann. Und dann kann ich eben hier die einzelnen Gelenke steuern. Also es ist jetzt ein sehr einfaches Teach-In-Verfahren, wo ich eben die Basis, Schulter, Ellenbogen, Handgelenk und so weiter einzeln steuern kann und so dann eben da etwas einprogrammieren kann. Genau. Und die Vorgehensweise ist, wie ich beschrieben habe, man fährt einfach ein paar Punkte an, indem man Befehle eingibt, man speichert was ab und
am Ende kann man dann eben noch zusätzliche Daten ergänzen, wo man eben sagt, okay, möchte hier diese Geschwindigkeit oder diese Beschleunigung haben. Und das kann man zum Beispiel in der Fertigungsindustrie benutzen oder bei Manipulationsaufgaben, die halt eben immer gleich sind. Also Dynamik ist da noch nicht viel drin. Genau. Playback ist dann vielleicht ein bisschen interessanter. Also mit diesem Teach-In-Verfahren tippe ich irgendwelche Buttons auf so einer Box. Beim Playback nehme ich mir den Roboter und führe den einfach irgendwo zum Ziel hin. Und zwar in so einem Zero-Force-Control oder Zero-Torque-Control. Das heißt, der Roboter kompensiert nur die Gravitation und ich kann ihn irgendwo hinschieben. Nennt man auch kinästhetisches Lernen. Und dann fahre ich einfach eine Bahn ab, speichere das ab und lasse den Roboter dann danach die Bahn nochmal abfahren. Genau. Man hat eben den Vorteil, dass man hier den Fachanwender benutzen kann, der eben dem Roboter zeigt, was wirklich getan werden muss, und kann das zum Beispiel beim Markieren, Kleben benutzen. Wir schauen uns dazu mal ein Beispiel an. Ich glaube, das Video gab es auch schon mal in der Vorlesung. Das ist hier ein KUKA-Arm und der ist jetzt hier in diesem Zero-Force-Control-Modus. Das heißt, der Anwender muss fast keine Kraft aufbringen, um ihn irgendwo hinzuschieben. Und die einzelnen Punkte, die hier jetzt immer aufpoppen, da drückt der Anwender eben einen Knopf und sagt, speicher dir diese Konfiguration ab. Jetzt hier zum Beispiel führt ihn jetzt, hier wird so eine Schraube transportiert, hierhin, speichert den Punkt ab und legt die Schraube dann ab. Und die Idee ist eben, jetzt hat sich der Roboter all diese Punkte gemerkt und kann jetzt eben die Aufgabe nochmal durchführen. Genau. Jetzt legt er die Schraube zurück und jetzt wird man sehen, okay, der Roboter hat sich die Punkte gemerkt und kann die jetzt eben abfahren. Das ist natürlich immer noch für eine spezifische Aufgabe, die sich nicht ändert, gedacht. Ja? Also hier sind keine Variablen drin, fährt jetzt einfach nur diese Punkte ab und solange sich die Umgebung nicht ändert, kann er jetzt hier eben diese Aufgabe erfüllen. Genau, das Ganze kann man natürlich auch mit unserem Roboter machen. Den könnt ihr euch dann ja vielleicht am Donnerstag anschauen. Das ist hier der AMA 6, auch hier in dem Zero-Force-Modus, wo man eben dann die einzelnen Gelenke einstellen kann und dann abspeichern und das nächste Mal wieder abspielen. Genau. Nachteile sind natürlich, gerade bei großen Robotern ist das natürlich ein Sicherheitsrisiko. Dieser Zero-Force-Control-Modus ist natürlich implementiert und kann auch mal Fehler haben oder so. Das kann natürlich Sicherheitsrisiken bringt das mit sich, weil man eben als Mensch den Roboter immer führt. Wenn man eine hohe Abtastrate hat, muss man natürlich viele Daten speichern, ist heutzutage aber kein großes Problem mehr. Ein tatsächliches Problem ist, was mache ich denn, wenn ich jetzt dem Roboter was falsch vorgemacht habe? Wie gehe ich wieder zurück und lösche den Teil der Trajektorie, der jetzt falsch war? Die Korrekturmöglichkeiten sind meistens immer sehr unschön umzusetzen. Genau. Dann gibt es noch diese Master-Slave-Programmierung, die ist eigentlich ganz interessant. Das ist hier so piktografisch dargestellt. Also wenn ich ganz große Roboter habe, dann bringt es ja nichts mehr. Dann muss ich irgendwie mit zwei Armen den Roboter irgendwo hindrücken, das bringt dann nichts. Dann baut man manchmal einen kleinen Roboter, ein Duplikat quasi davon nach, aber viel kleiner. Und dann mache ich die Aufgabe mit diesem kleinen Roboter, der kinematisch gleich ist. Und der große Roboter macht es halt direkt nach. Also ich steuere den kleinen Roboter und der große Roboter macht die gleiche Bewegung. Genau. Und dieser kleine Roboter ist dann eben der Master, weil der die Bewegung vorgibt. Und der große ist der Slave, weil der die Bewegung einfach nachmacht. Und das ist im Prinzip nur halt ein Kraftverstärker, wenn man so will. Und damit kann man dann zum Beispiel auch große Lasten dann mit dem Roboter rumtragen und eintrainieren. Genau. Problem ist natürlich, ich muss zwei Roboter bauen, die zwar kinematisch gleich sind, aber der eine muss kleiner sein und es kann natürlich teuer werden. Aber man kann damit eben sehr schwere und große Roboter programmieren. Genau. Das letzte Verfahren ist so ein bisschen eine Kombination. Also die vorherigen Verfahren haben immer das Gleiche gemacht. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie ein Werkstück schleifen muss oder so, dann ist das ja immer ein bisschen anders. Also die Kontur von dem Objekt kann sich ändern. Wenn ich den Roboter immer dieselbe Trajektorie abfahren lasse, dann fährt er vielleicht einfach an dem Objekt mal vorbei oder mal viel zu nah an das Objekt dran.
Und daher ist es wichtig, dass man auch Sensoren integrieren kann. Und die Idee von dieser sensorgestützten Programmierung ist eben, dass der entweder manuell erfolgt, das heißt, der Roboter nimmt die Sensorwerte während des Vormachens auf und berechnet dann anhand der inversen Kinematik, was denn wirklich getan werden muss. Und das andere Verfahren ist das automatische, dass ich einfach nur den Start und den Zielpunkt vorgebe, also Start und Ziel, und der Roboter fährt dann einfach die Kontur von dem Objekt ab und nutzt eben seine Kraftsensoren oder sowas in der Richtung, um eben immer Kontakt mit dem Objekt zu halten. Das ist dann nicht mehr eine reine Trajektorie abfahren, die vorgegeben ist, sondern eben mit Sensoren verbunden und kann dadurch halt eben dynamisch reagieren. Genau. Hier kann ich natürlich nicht irgendwie das Wissen von den handwerklichen Fähigkeiten, den Ingenieuren, die mit den Sachen sowieso arbeiten, integrieren, weil der Roboter ja einfach nur sensorgesteuert irgendwas abfährt, während vielleicht andere Sachen wichtig sind bei der Trajektorie, die man eintrainiert. Genau. Ja, also das war so diese ganz kurze Einführung in diese direkte Programmierung. Damit in den meisten Fällen wird sie eben dafür benutzt, um schnell einfache Trajektorien für die Roboter einzutrainieren. Man kann es immer direkt anwenden. Es ist relativ wenig fehleranfällig. Und der Bediener braucht eben keine Programmierkenntnisse. Also das kann auch der Fachanwender machen, der eben normalerweise die Sache von Hand macht, das Objekt schleifen. Und der kann dem Roboter aber das beibringen, wie er jetzt das Objekt zu schleifen hat. Genau, und wir brauchen auch gar kein Modell der Umwelt. Das ändert sich natürlich dann. Nachteil ist natürlich, wenn ich komplexe Trajektorien habe, dann ist das super aufwendig, das wirklich zu machen. Ich muss immer einen Roboter haben, sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Und es ist auch immer nur für diesen einen Robotertypen geeignet. Also die Trajektorie, die ich dem KUKA-Arm beibringe, die kann ich nicht direkt auf einen anderen Roboter übertragen. Ja gut, die Verletzungsgefahr, wenn ich in Kontakt bin, klar. Wir können uns auch sehr schwer an neue Gegebenheiten anpassen. Genau, und deshalb gibt es natürlich auch die komplexeren Offline-Varianten. Bei der textuellen wird es jetzt auch so sein, dass wir erstmal nur einen kurzen Überblick machen, weil wir uns hier auf diese grafischen konzentrieren wollen. Aber trotzdem, der Form halber. Viele Roboter, also zum Beispiel von ABB und von KUKA, die haben so eigene Programmiersprachen, also Rapid oder KLR, dem man eben so ein Roboter-Steuerprogramm schreiben kann. Also Gelenke bewegen, Gripper schließen. Diese Firmen, die machen ja mehrere Roboter, das heißt, ich kann dort auch Roboter unabhängig in einem gewissen Maß programmieren. Genau, kann auch komplexe Programme schreiben, also ich muss nicht nur Trajektorien abfahren, ich kann auch meine Umweltmodelle mit einbeziehen, ich kann Sensoren mit einbeziehen. Aber das ist natürlich jetzt nicht mehr für den Fachanwender möglich, also da brauche ich jetzt jemanden, der programmieren kann, um das jetzt machen zu können. Genau, das ist mal ein Beispiel hier für so eine Befehlskodierung. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich noch heutzutage benutzt wird, deshalb mehr so aus historischen Ansätzen. Hier sieht man zum Beispiel so einen Befehl, der kodiert ist und der sagt einem, okay, mach dieses Werkzeug im Eilgang an die Position 2012 und dann fährt der Roboter eben an eine Position mit einem bestimmten Werkzeug. Es gibt auch dafür so Sprachen, die eben so aus den 60er Jahren kommen, um es eben zu machen. Und in diesen Sprachen programmiert man dann zum Beispiel irgendwie so, also man kann hier so Variablen anlegen, das ist dann mein Punkt an 2012, ich möchte im Eilgang irgendwo hingehen und dann an diesem Punkt. Und, habe ich tatsächlich auch noch nicht live gesehen, jemand, der noch so programmiert. Was es natürlich immer noch gibt, sind vor allem diese SPS, speicherprogrammierbare Steuerung, die wird noch sehr oft eingesetzt in der Industrie. Vorgänger war so diese VPS, wo man im Grunde die Steuerung in Hardware gemacht hat und diese Hardware auch nicht ändern konnte. Das heißt, man musste immer wieder neue Hardware machen, wenn man eine neue Steuerung für eine Industrieanlage brauchte. Bei SPS hat man eben den Vorteil, dass man so auf PLCs, Programmable Logic Controller, setzt. Also man kann das dann wieder überschreiben, ohne die Hardware auszutauschen, das Programm, das läuft. Genau. Also SPS sind sehr viel in der Industrie im Einsatz.
Produktion. Genau. Hybride Verfahren, die sich so irgendwie in der Mitte befinden, sind so, ja, ich meine, man kann so grafische Programmierung machen, in der man aber trotzdem die Sensoren einbindet, die den Benutzer vormacht. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man den Roboter simuliert, also wir haben eine Simulation vom Roboter, und dann in der Simulation können wir natürlich auch Sensorwerte erzeugen und so weiter, und dann kann man in der Simulation den Roboter irgendwo hin bewegen und dann lernt man daraus das Programm, das dann auf dem wirklichen Roboter ausgeführt wird. Der Roboter braucht da, der Programmierer braucht dann weniger Programmierkenntnisse. Man kann schnell irgendwelche Prototypen für irgendwas machen, weil man braucht ja nur eine Simulation am Rechner und dann in der Hoffnung, dass der Roboter das ausführen kann. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt in Simulation irgendwas vorgemacht hat, dem Roboter, und das dann auf dem wirklichen Roboter ausführt, dass es oft ganz anders in der wirklichen Welt aussieht. Also die Simulation von Robotern ist noch nicht so weit, dass man einfach irgendwas, was in Simulation läuft, nehmen kann, dann auf dem Roboter ausführen kann. Und wenn es nah genug an der Wirklichkeit sein soll, dann braucht man eben sehr komplexe Modelle und natürlich leistungsfähige Hardware, damit man eben die Simulation auch genau genug machen kann. Genau, aber das sind im Grunde so die alten Verfahren, und die interessanten Sachen sind so in dieser Ecke, weil das ist auch was, wo wir aktiv mitarbeiten bei uns, wo wir auch ein paar einige Forschungssachen auch zu machen, die grafische Programmierung von Robotern. Genau, und da gibt es eben zwei Varianten. Das eine ist so virtuelles Teach-In, also ich steuere den Roboter in Simulation und nicht den echten Roboter. Brauche ich eben eine 3D-Modell vom Roboter und 3D-Modell von der Umgebung, kann die Bewegung abspeichern. Und das andere sind so grafische Modellierungsformalismen. Also wie kann ich denn auf hoher Ebene beschreiben, was ein Roboter gerade tun soll? Und da kann man zum Beispiel Zustandsautomaten benutzen, das wird oft gemacht, Petri-Netze für Scheduling oder State-Charts. Und wir schauen uns heute State-Charts so ein bisschen genauer an. Genau. Und warum wollen wir überhaupt State-Charts benutzen? Also so Zustandsübergangsgrafen. Und die Idee dahinter ist, dass wenn wir das vorherige Verfahren machen, wo wir eben irgendwelche Dinge vormachen und der Roboter soll das lernen, das ist schwierig, weil ich nicht weiß, wie ist die Wahrnehmung. Der Roboter ist vielleicht anders als der Mensch. Ich habe natürlich Unsicherheit in der Ausführung. Das textuelle Programmieren kann auch schwierig sein, weil natürlich die Systeme schnell komplex werden. Es ist nicht immer klar, in welchem Zustand sich der Roboter befindet, wenn ich einfach nur ein Programm am Laufen habe. Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn ich wüsste, in welchem Zustand der Roboter gerade ist. Und die Idee von diesen State-Charts, das werden wir gleich sehen, ist, die sind inhärent so hierarchisch aufgebaut. Das heißt, ich kann Subfähigkeiten zu größeren Fähigkeiten zusammenbauen. Also hier sind zum Beispiel einzelne Subtasks, die aus Handbewegungen und Greifen bestehen und Plattformbewegungen, und die werden zusammengebastelt in einen State, der ein Objekt von einer Stelle zur nächsten bringt. Ja, kann ich leicht so einzelne Fähigkeiten des Roboters kombinieren. Das ist so die Idee dahinter, weshalb wir uns State-Charts anschauen. Und die State-Charts, die kommen ursprünglich vom Harrell-State-Chart-Formalismus 1987, ist natürlich damals nicht gedacht für Roboter, sondern ist so eine abstrakte Beschreibung von komplexen Systemen, indem ich eben eine hierarchische Struktur habe, indem ich Transitionen habe zwischen den Zuständen. Ich habe eine gewisse Orthogonalität, das heißt, ich kann die Zustände auf verschiedene Art und Weise kombinieren. Und es gibt ein paar Zustandsaktionsphasen. Also es gibt einen Entry-Punkt, einen Exit-Punkt und einen Throughout-Punkt. Und die Punkte schauen wir uns auch gleich ein bisschen genauer an. Was es in diesem Formalismus nicht gibt, das sind also nur so Zustandsübergänge. Es gibt keinen Datenfluss.
ist natürlich für die Robotik auch wichtig, dass wir irgendwie Daten übertragen müssen von einem Zustand zum nächsten. Genau, aber schauen wir uns das erstmal genauer an einem Beispiel. Also hier ist mal so ein State. Wir machen hier mal dieses gerundete Rechteck für ein State. Wir haben einen Top-Level-State, das ist der Punkt, an dem unser Programm beginnt. Und dann können wir Unterzustände haben. Also hier gibt es 1,1 ist ein Unterzustand und 1,2 ist ein Unterzustand. Und es gibt hier Transitionen, das heißt, wenn ein gewisses Ereignis eintritt, gehe ich von 1,1 nach 1,2. Und wenn ein gewisses Ereignis hier eintritt, gehe ich von 1,2 nach 1,1. Und diese Zustände können natürlich wieder Unterzustände haben. Es kann beliebig hierarchisch strukturiert werden. Und beim Betreten von einem Zustand, also wenn wir hier in State 1 gehen, dann wird immer der initiale Zustand, initial haben wir hier über so einen roten Pfeil markiert, zuerst gestartet. Also wenn wir State 1 betreten, wird zuerst dieser State gestartet. Wenn wir 1,1 betreten, wird zuerst 1,1,1 gestartet. Das ist der initiale Kindzustand. Genau. Transitionen, die wir jetzt hier sehen, die sind alle immer auf einer Hierarchieebene. In dem Harrell State Chart Formalismus kann man auch Transitionen haben, die Hierarchieebenen überspringen. Also hier springe ich ja aus diesem 1,1 raus in den 1er rein und dann in einen niedrigen State von 1,2 wieder rein. Das geht in diesem Harrell State Chart Formalismus. Das macht das Ganze aber ziemlich kompliziert und auch nicht mehr so kombinierbar. Aber das sehen wir uns mal an. Dann gibt es noch so einen schönen Mechanismus, wo ich sagen kann, diese zwei Zustände sind orthogonal zueinander. Das heißt, ich kann die auch parallel ausführen, weil ich keine Transitionen habe, die diese beiden hier verbinden. Das heißt, man kann aus diesen State Charts auch ableiten, was kann parallel ausgeführt werden und was nicht. Genau. Wir hatten noch diese Zustandsphasen, also sind im Prinzip Ereignisse, die eintreten. Wenn ich einen Zustand betrete, zum ersten Mal, dann kommt ich ein Entry-Event. Also zum Beispiel hier komme ich rein in den State, komme ich ein Entry-Event. Wenn ich in dem State bin, komme ich natürlich direkt in den Kind-State, den initialen Kind-Zustand hier. Dann kriege ich natürlich für den hier 1,1 auch so ein Entry-Event. Während ich in dem Zustand bin, läuft die ganze Zeit so eine Aktivität throughout. Also während der Zustand aktiv ist, habe ich auch noch so eine parallelen Ausführung von so einem Throughout-Aktivität. Und wenn ich einen Zustand verlasse, dann kriege ich eben ein Exit-Event. Also die Events kann ich dann eben benutzen, um dort zum Beispiel Code auszuführen. So die Idee dahinter. Genau. Was dieser Harrell State Chart Formalismus eben nicht kann, ist, ich kann keinen Datenfluss spezifizieren, also welche Daten gehen von den Zuständen zu den anderen Zuständen. Das ist in der Robotik natürlich wichtig, also wenn ich zum Beispiel einen Zustand habe, der ein Objekt lokalisiert, dann muss ich dem nächsten Zustand, der das Objekt greifen soll, ja sagen, wo ist das Objekt. Und nicht nur einfach übergehen in den Zustand, sondern ich muss mitgeben, was ist die Pose von dem Objekt. Das fehlt hier. Und ja, genau, zum Beispiel bei Objektlokalisierung, vielleicht auch bei inverser Kinematik, also wenn ich einen Zustand habe, der mir ausrechnen soll, wie erreiche ich diesen Punkt im Raum, muss ich ja auch wissen, wie ist dann die Konfiguration vom Roboter. Genau, und wenn ich diese State Charts dann wiederverwenden will, für zum Beispiel andere Roboter oder andere Aufgaben, dann muss ich natürlich auch irgendwie die Parameter anpassen. Also für ein Objektgreifen mit AMA 3 ist unterschiedlich als ein Objektgreifen mit AMA 6. Obwohl die Aufgabe eigentlich gleich ist, sind die Parameter natürlich unterschiedlich. Genau, und deshalb haben wir bei uns diesen Harrell State Chart Formalismus erweitert. Das sind so unsere AMA X State Charts. Ich glaube, die sind, zumindest der Link ist wahrscheinlich auch im Ilias drin. Wenn nicht, dann ist er hier drin. Genau, das erweitert das eben um diese fehlenden Aspekte, die wir für die Robotik brauchen. Also irgendwie müssen wir den Datenfluss spezifizieren können. Diese Interlevel-Transitionen, die unterstützen wir nicht, weil dadurch können wir eben bestimmte Zustände nicht mehr so leicht wiederverwenden.
Wir speichern uns immer mit im Gedächtnis vom Roboter, wann ein Zustand erfolgreich oder nicht erfolgreich ausgeführt wurde, dass wir eben wissen, wie gut der Roboter sich schlägt bei den Aufgaben und dass er sich auch verbessern kann. Das Ganze ist auch teilweise dynamisch. Wir können das verteilen über mehrere Rechner, indem wir eben ausnutzen, dass bestimmte Dinge orthogonal unabhängig voneinander sind. Und das Ganze kann in so einer Verbindung von grafischer Spezifikation und eben tatsächlich Programmierung, also bei uns erfolgt die Programmierung dann in C++, aber man kann sich natürlich jede andere Programmiersprache vorstellen. Das heißt, man hat so eine Kombination von dem hohen Level der grafischen Programmierung und dem niedrigen Level in C++. Genau, und die einzelnen Teile schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also wie kriegen wir jetzt Datenfluss in so unsere State Charts hinein? Die Idee ist erstmal, dass wir natürlich nicht nur grundlegende Datentypen unterstützen wollen, also Integer, Fließkommazahlen, Strings, sondern es muss auch möglich sein, beliebig komplexe Daten zu übertragen. Gerade in der Robotik sind so Standardsachen wie eine 6D-Pose oder Matrizen, Listen und so weiter. Das heißt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, beliebig komplexe Datentypen anzulegen und übertragen zu können. Jeder Zustand hat drei Parametersätze jeweils. Einmal die Eingabe, also das sind die Parameter, die er initial bekommen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Zum Beispiel das Greifen von einem Objekt müsste wissen, wo dieses Objekt ist. Es gibt Ausgabeparameter, also man kann sich das vorstellen, zum Beispiel der Lokalisierungszustand könnte ausgeben die Pose des Objekts, ja, als Ausgabe. Und man kann sich lokale Parameter merken, die sind aber für interne Berechnungen wichtig. Essentiell sind eben Eingabe und Ausgabe für die Transition. Genau, und was passiert bei so einer Transition, wenn ich von einem State zum nächsten übergehe? Dann nehme ich eben die Ausgabeparameter von meinem vorherigen Zustand, zum Beispiel lokalisiere das Objekt, habe ich hier meine 6D-Pose als Ausgabe. Als nächstes kommt greife das Objekt, das heißt die Ausgabe von dem vorherigen Zustand wird in die Eingabe des nächsten Zustands eingefügt, dass eben dann die 6D-Pose vom Greifen, von der Lokalisierung hier drin ist und wir das Objekt greifen können. Genau. Auf die Art und Weise hat man eben nicht nur den Zustandsübergang modelliert, sondern auch eben den Datenfluss. Also wie fließen die Daten jetzt durch meinen State-Chart durch. Der Vorteil davon ist natürlich, dass man auch keine Möglichkeit hat, irgendwo globale Variablen anzulegen. Der Datenfluss ist immer spezifiziert, dadurch habe ich auch keine Seiteneffekte. Genau. Der Parent State, das ist richtig. Man kann natürlich in diesem Parent State Daten übertragen an ihn hier. Ist im Grunde so eine hierarchische Schichtung dann, das ist richtig. Man kann es so quasi nachbauen. Was allerdings nicht geht, ist aus dem State, der jetzt hier drüber ist, in den hier was reinzukriegen. Also du kannst immer nur den nächsten Parent State, aus dem dir die Daten holen und nicht mehrere Ebenen hochgehen. Genau, also eine Ebene kannst du überspringen, das sieht man hier, indem du aus deinem Parent State die Daten holst, aber der State, der hier oben drüber ist, der kann keine Daten hier reinbringen. Der müsste dann über den hier gehen, sodass eben das Wichtige ist eben, dass der Datenfluss definiert ist. Ne? Also man sieht, die Daten können von hier hierhin kommen, von hier hierhin oder von hier, aber nicht von woanders. Dadurch weiß man eben, wo die Daten herkommen. Genau. Und das kann man dann natürlich benutzen, wenn man weiß, wie die Daten voneinander abhängen. Kann man eben feststellen, dass zum Beispiel diese Gruppe und diese Gruppe unabhängig voneinander sind und könnte die dann parallel ausführen, zum Beispiel. Aber wofür wir das dann hier auch benutzen, ist, dass wir einzelne States nehmen können, die hier drin sind, und die verteilen auf mehrere Host-PCs, also mehrere Rechner. Dafür benutzen wir so eine Middleware für verteilte Systeme, Zero CIs. Und
wenn ein Kindzustand, wir markieren das hier immer grün, remote ausgeführt wird, wenn wir diesen Zustand betreten, dann gehen wir eben rüber auf den nächsten Rechner, auf dem der Zustand gerade instanziert ist und führen das dort aus. Der Vorteil ist, dass man als Programmierer muss man davon gar nichts wissen. Das ist im Grunde dann nachher, wie die Sachen deployed werden auf den Roboter, auf welchem Rechner welche State Chart Groups laufen. Dadurch kann ich eben die Last unterschiedlich verteilen. Die Idee ist auch, dass wenn dann, dass ich das Ganze auch redundant machen kann. Also ich muss nicht nur einen Rechner haben, der diese Gruppe anbietet. Ich kann auch mehrere Rechner haben. Das heißt, wenn einer ausfällt, dann bin ich eben gewissen Rahmen fehlertolerant dagegen. Und ein anderer Vorteil ist, ich kann diese Stagechart-Gruppen dahin bewegen, wo eben auch die Sensoren sind. Also zum Beispiel hin zu den die Lokalisierungszustände, hin zu dem Rechner, auf dem auch die Kamerabilder ankommen. Genau. Oder eben die Zustände, die auf die Kraftsensoren zugreifen, auf den Rechner, wo die Kraftsensoren sind. Ich nicht alles übers Netzwerk übertragen muss. Genau. Und das Ganze kann man eben in so einem grafischen Werkzeug, in einer grafischen Oberfläche zusammenbasteln. Kontrollfluss, Datenfluss, die Abhängigkeiten zu externen Komponenten. Und wenn ich Dinge habe, die bisher noch nicht zur Verfügung stehen, dann kann ich eben auch auf niedrige Ebene gehen und selber C++-Code dafür schreiben. Genau. Und das sieht man jetzt hier einmal so, wo dem Roboter, wo einmal auf sehr hohem Niveau Roboter winken programmiert wird. Da werden hier so drei Zustände reingezogen. Einer ist Initialpose anfahren, der andere ist Winke in die Richtung, der nächste ist Winke in die Richtung. Die werden hier jetzt in so einer Schleife verbunden, das heißt, der eine geht immer in den nächsten über. Das heißt, wir sind in so einer Endlosschleife gefangen. Und wenn wir das Ganze dann starten, dann fährt der Roboter seine Initialpose an und fängt dann an, die vorwärts und rückwärts zu winken. Und die Idee daran ist, wenn man jetzt, das hätte man natürlich auch einfach so programmieren können, in Code. Die Idee ist, wenn man das jetzt in diesem Stagechart-Formalismus macht, dass wir den Zustand des Roboters immer überwachen können. Das heißt, wir sehen hier jetzt immer, in welchem Zustand er sich befindet, rot umrandet, und sehen immer, wenn Zustandsübergänge stattfinden. Das heißt, das ist zum Debuggen und zum Überwachen auch sehr gut. Man kann auch zusätzlich sich dann anzeigen lassen, zum Beispiel, was waren die Parameter von diesem Zustand, als er zum letzten Mal betreten wurde. Genau. Das ist so die Idee dahinter und natürlich gibt es haufenweise von diesen Zuständen, die schon implementiert sind, zum Beispiel Objekte greifen, reinschütten, pouring und Objekte abstellen. Aber natürlich haufenweise mehr, wahrscheinlich inzwischen auch schon mehr als 300. Genau. Und die Idee ist, dass wir eben diese Basisfähigkeiten schon zur Verfügung stellen und der Programmierer kann dann eben diese Basisfähigkeiten kombinieren zu einem größeren Programm. Genau. Und das sind im Grunde die, also wenn wir an dieser Stelle sind, dann können wir entweder natürlich selber hingehen und daraus jetzt größere Programme zusammenbauen, also Objekte greifen, vom Tisch woanders hinbringen oder dem Menschen übergeben und so weiter. Aber was man ja vielleicht auch machen will, ist, jetzt hat der Roboter diese Basisfähigkeiten und es wäre ja gut, wenn der Roboter selber sein Programm herausfindet. Ich sage dem Roboter nur, bereite mir mein Abendessen vor und der Roboter muss selber herausfinden, welche Aktionen alle dafür erforderlich sind, damit das Abendessen vorbereitet ist. Und das ist der Grund, also bis hierhin, all diese Programmierverfahren, die wir jetzt gemacht haben, die sind, ich bringe dem Roboter so Basis- bis Mid-Level-Fähigkeiten bei und wenn ich an der Stelle bin, dann brauche ich irgendwann etwas, das mir diese Basisfähigkeiten zusammenstellt, um dann größere Fähigkeiten, größere Probleme lösen zu können. Und das ist der Grund, warum wir uns das Thema symbolische Planung so ein bisschen anschauen wollen. Es ist so ein bisschen losgelöst von dem anderen, weil die symbolische Planung nicht wirklich Roboterprogrammierung ist, sondern kommt natürlich aus einem erstmal ganz anderen Bereich. Aber sie wird sehr oft und auch von uns benutzt, wenn man dann eben diese High-Level-Aufgaben hat. Also man will dem Roboter nur noch sagen, bereite mein Abendessen vor und dann muss der Roboter ja wissen, welche Aktionen führen mich zum Ziel hin.
Und deshalb schauen wir uns symbolische Planung an. Schauen wir uns an, was ist überhaupt ein Problem in symbolischer Planung, wie formuliere ich das und wie löse ich das dann? Genau. Und wir haben auch sogar schon so ein bisschen symbolische Planung gemacht. Wir haben es nicht wirklich wahrgenommen, aber als wir Bewegungsplanung gemacht haben, hatten wir zum Beispiel die Graphen suchen, die A-Stern zum Beispiel haben wir gemacht. Und A-Stern ist im Prinzip ein sehr beliebter Lösungsalgorithmus für zum Beispiel Planungsprobleme. Beim A-Stern hat man ja verschiedene Knoten. Knoten sind die Zustände und die Kanten zwischen den Knoten sind die Transitionen zwischen diesen Zuständen. Und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man so ein Problem hat, ich möchte in Paris sein, aber ich bin aktuell in Karlsruhe und die Frage ist, welche Folge von Aktionen führt dazu, dass ich irgendwann in Paris bin. Ja? Also vielleicht muss ich erstmal zum Bahnhof gehen und dann, wenn ich am Bahnhof bin, muss ich mir ein Ticket kaufen und so weiter. Und damit man das nicht alles von Hand machen will, hilft uns symbolische Planung. Anderes Beispiel ist zum Beispiel hier, das kennt ihr bestimmt, das ist so ein Mosaikproblem, ne? Haben wir jetzt mal mit AMA 6 aufgebaut. Wenn ich so einen Initialzustand habe mit diesen Stücken hier, wie komme ich dahin, wenn ich immer nur einen Teil verschieben kann, dass nachher mein AMA 6 wieder richtig aussieht. Zum Beispiel auch so ein typisches symbolisches Planungsproblem. Oder das ist irgendwie, kommt irgendwie sehr oft vor, es ist so dieses Blockwelt-Beispiel, wo ich irgendwelche Blöcke auf einem Tisch habe und in einer Konfiguration und ich möchte irgendwie dahin kommen, dass sie nachher in einer anderen Konfiguration sind. Und die Frage ist natürlich, was muss jetzt ein Roboter machen, welche Blöcke muss er aufheben und auf welche anderen Stellen, damit ich nachher meinen Zielzustand erreichen kann. Genau. Und wir sehen ja auch schon mal so ein bisschen eine Beschreibung von so einem Zustand mit so einer Art Prädikatenlogik, das schauen wir uns natürlich genauer an. Hier steht zum Beispiel, der Block E ist auf dem Tisch Table. Das soll dieses Prädikat ausdrücken. Genau. Das waren so ein paar kleine Spielbeispiele. Jetzt müssen wir es natürlich formell machen. Wie kann man das also beschreiben jetzt? Jedes Problem, das wir in symbolischer Planung beschreiben, definiert einen Zustandsraum. Dieser Zustandsraum besteht aus einer endlichen Menge von Zuständen, S. Die sind meistens eben diskrete Symbole, also bei uns sind es immer diskrete Symbole. Dann habe ich eine endliche Menge von Aktionen. Diese Aktionen haben einen Namen, Vorbedingungen und Effekte. Was es bedeutet, schauen wir uns genauer an. Es gibt auch eine Kostenfunktion. Eine Kostenfunktion sagt mir, wie teuer ist es, diese spezielle Aktion auszuführen. Es gibt einen speziellen Zustand natürlich, den Initialzustand, also einen einzigen, mit dem ich anfange. Und es gibt eine Menge von Zielzuständen. Wenn ich in denen angekommen bin, dann gilt das Problem als gelöst. Und was wir hier jetzt machen, also in dieser Vorlesung, ist einfach nur klassische Planung. Das heißt, wir haben eine endliche Anzahl von Zuständen, ein diskretes Problem. Wir haben einen einzelnen Agenten, also keine Mit- oder Gegenspieler oder sowas. Das Problem ist immer voll observierbar, also der Agent weiß alles und sieht alles. Das Problem ist deterministisch, das heißt, wenn ich eine Aktion ausführe, dann weiß ich genau, was passiert. Also es ist nicht irgendwie zufällig oder probabilistisch. Und das Ganze ist statisch, das heißt, es kann nicht spontan ein Zustand sich ändern, ohne mein Einwirken des Agenten. Man sieht natürlich, dass viele dieser Einschränkungen sind noch ziemlich weit weg von der wirklichen Robotik, sogar fast alle. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen, deshalb fangen wir mal damit an. Genau. Wenn ich jetzt so ein Planungsproblem lösen will, dann ist die Lösung ist am Ende ein Plan. Was ist überhaupt ein Plan? Das ist hier mal aus dem Duden kopiert. Vorstellung von der Art und Weise, in der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ein bestimmtes Vorhaben verwirklicht werden soll. Absicht oder Vorhaben. Der letzte Teil vielleicht ein bisschen eher, also wenn man einen Entwurf in Form von Zeichnungen oder grafischen Darstellungen hat, in dem man festlegt,
wie etwas, was geschaffen werden soll, was getan werden soll, so in der Richtung. Bei uns, also jetzt in der symbolischen Planung, ist das natürlich wesentlich konkreter. Für uns ist es eine Sequenz von parametrisierten Aktionen, um eben ein definiertes Ziel erreichen zu können. Und unter all diesen Plänen, die unser Ziel erreichen, gibt es einen oder mehrere kürzeste Pläne. Wenn der Plan am kürzesten ist, dann nennen wir ihn eben optimal. Und Planung ist dann eben das Problem, einen Plan zu finden, der ein Problem löst, oder den optimalen Plan zu finden, je nachdem, welche Anforderungen man hat an die Planung. Genau. Warum braucht man diese Planer überhaupt? Selbst in dieser diskreten, einfachen Welt, wo noch nichts kontinuierlich ist, ist optimale Planung im Allgemeinen NP-vollständig. Und das sieht man hier mal. Hier ist dieses Blockbeispiel. Und die Frage ist, wie viele Zustände hat denn dieser Zustandsraum jetzt für eine gewisse Anzahl von Blöcken? Und man sieht, dass selbst schon bei irgendwie 8 Blöcken ist der Zustandsraum schon riesig und bei 16 Blöcken ist man irgendwo hier in einem Bereich, den man wahrscheinlich nicht mehr einfach vorlesen kann. Das heißt, selbst in der diskreten Welt explodiert die Dimension des Zustandsraums hier schon sehr schnell. Das heißt, wir brauchen effiziente Lösungen. Genau. Und die Idee ist auch, dass wir nicht nur effiziente Lösungen brauchen, sondern das wirklich Geniale wäre ja, wenn wir einen Planer programmieren könnten, der nicht nur ein Problem lösen kann, sondern jedwedes Problem, das wir definieren können. Also ein Planer für alle existierenden Probleme. Und um das so ein bisschen zu motivieren, hier sieht man mal Deep Blue gegen einen Schachspieler. Und Deep Blue ist natürlich eine ziemlich fortgeschrittene künstliche Intelligenz, aber jeder hier im Raum ist in allem, was er tun kann, besser als Deep Blue, außer in Schach, ne? Weil Deep Blue kann nur Schach spielen. Ja? Und die Idee von Planern ist eben, dass wir uns andere Probleme ausdenken können und die Planer trotzdem das Problem lösen können. Und das funktioniert eben für Probleme, die wir auf diese Art und Weise beschreiben können. Wir haben Initialzustände, wir haben Aktionen, wir haben Zielzustände, wir haben eine Kostenfunktion. Wenn wir unsere Probleme so beschreiben können, dann haben wir eine gute Chance, dass wir mit einem Planer das Problem lösen können. Genau. Die Idee dahinter ist, wir machen irgendeine formelle Beschreibungssprache, um unsere Umwelt und die Aktionen darin beschreiben zu können. Da gibt es inzwischen schon viele von, Strips, ADL, PDDL. In dieser Vorlesung schauen wir uns nur Strips an, das ist eine der frühesten Beschreibungssprachen für Probleme. Da ist natürlich die Frage, wie beschreibe ich mein Problem, damit es möglichst einfach verstanden oder gelöst werden kann? Wie bilde ich reale Welt auf diese Symbolwelt ab? Also das ist das Symbol Grounding Problem. Also in Wirklichkeit ist die Welt ja eher kontinuierlich, wenn wir jetzt mal nicht in die Quantenwelt abdriften. Und in dieser symbolischen Planung bin ich immer diskret. Und das Problem von dieser kontinuierlichen Wahrnehmung auf die diskreten Symbole zu kommen, nennt man Symbol Grounding Problem. Das ist allerdings so komplex, dass wir da gar nicht drauf eingehen. Aber es ist ein sehr großes Problem in der Robotik. Ja. Genau, und dann die eigentliche Planung. Muss ich natürlich irgendwie effiziente Suchalgorithmen finden, die mir Aktionssequenzen bestimmen, die gültig sind, also mir zum Ziel führen und vielleicht sogar optimale Lösungen finden können. Die Frage ist, in welchem Laufzeitbereich bewege ich mich da? Sind meine Lösungen optimal? Und das ist so der Bereich General Problem Solving oder Automated Planning. Sind so die Keywords, die Schlüsselwörter, nach denen man da suchen muss. Aber wie gesagt, wir wollen uns erstmal auf der einfachen Strips-Ebene bleiben. Strips steht für Stanford Research Institute Problem Solver und implementiert eben genau die Idee, die ich eben vorgestellt habe, dass man eben sein Problem, jedweder Art es ist, in dieser Sprache beschreibt und dann gibt es einen einzigen Solver, der eben beliebig viele Probleme, die in dieser Sprache beschrieben werden, lösen kann. Und
wurde auch damals schon für die Robotik verwendet, was recht interessant ist, weil heute ist die Planungs-Community schon sehr stark abgedriftet von der tatsächlichen Robotik. Aber Strips kommt ursprünglich auch aus der Robotik. Sehr einfach ist diese Sprache. Wir schauen uns mal an, was man da drin machen kann. Das ist nicht sehr viel, dadurch auch ein bisschen eingeschränkter. Neuere Verfahren würden dann eher auf Action Description Language oder Planning Domain Definition Language setzen. Aber die sind im Prinzip abgeleitet aus Strips, also basieren sehr stark darauf und erweitern das um die fehlenden Aspekte. Genau. Eine Planungsdomäne, also Planungsdomäne ist im Grunde mein spezifisches Problem, das ich dann beschreibe, zum Beispiel Abendessen vorbereiten oder Schach spielen oder was auch immer. Und die beschreibe ich in Strips eben durch meine Zustände und Aktionen. Aktionen in Strips haben immer die gleichen Kosten. Wir haben am Anfang diese Kostenfunktion kennengelernt. In Strips ist die Kostenfunktion immer gleich 1, alle die gleichen Kosten. Das ist natürlich auch wieder nicht realistisch. Ja? Also zum Beispiel hier zum Bahnhof gehen kostet wahrscheinlich weniger, als dann vom Bahnhof nach Frankfurt zu fahren. Aber in Strips gibt es eben diese einfache Kostenfunktion. Und ich muss eben beschreiben, was sind meine Ziele. Genau. Wie kann ich jetzt den Zustand der Welt beschreiben? Es erfolgt in Strips einfach über simple Prädikatenlogik. Das heißt, ich mache einfach positive, aussagenlogische Literale. Also hier zum Beispiel so einen. Das hier ist eine Konstante. Und ich kann die mit und oder verknüpfen, also den logischen Operanden. Und ich kann so Prädikate aufbauen. Also on A, B. Befindet sich A auf B? Ist diese Aussage wahr? Ansonsten falsch. Genau. In Strips kann ich nur eine endliche Anzahl an Literalen definieren. Es gibt auch keine Variable. Also ich kann nicht sagen, es muss irgendein Objekt auf B stehen. Das ist nicht möglich. Man verwendet auch zur Beschreibung keine negativen Literale. Das sehen wir, das ist mehr eine formale Sache. Und ich kann auch keine Funktionen machen. Also on oder so. Funktionen gibt es auch nicht. Genau. Mit negativen Literalen ist eigentlich keine Einschränkung, sondern ist mehr so diese Annahme geschuldet, geschlossene Welt, Closed World Assumption. Wenn ich einen Zustand beschreibe, dann treffe ich immer nur die positiven Aussagen über die Welt, also alles, was wahr ist, sage ich. Und alles, was falsch ist, lasse ich einfach weg. Also das, was nicht gesagt wird, es gilt implizit immer als falsch bei Beschreibung von Zuständen. Wir werden nochmal sehen, dass es natürlich Teile gibt, wo es auch negative Literale geben muss. Genau. Diese Aussage ist eben wichtig, um zu verstehen, wenn man jetzt so einen Zustand hier beschrieben hat, on A Table und on B Table, kann man sich ja fragen, befindet sich vielleicht auch A auf B? Aber mit diesem Zustand ist schon alles beschrieben. Es sagt nämlich, A auf B ist falsch. Das ist ja nicht hier angegeben. Ne? Also die Aussage, on A B ist implizit als falsch angenommen, weil ich sie nicht angegeben habe. Ja. Es ist eben diese Closed World Assumption. Ich muss es nicht angeben, um einen Zustand zu beschreiben. Genau. Dann ist die Frage, wie kann ich Ziele beschreiben? Ziele waren ja, haben wir gesehen, es kann eine ganze Menge von Zielzuständen sein. Es ist nicht nur ein Zielzustand im Allgemeinen. Und meistens beschreibt man das eben als teilweise spezifizierten Zielzustand. Also ich schreibe hin, ich möchte A auf dem Tisch haben und B auf A. Aber hier ist es jetzt nicht so, dass alle Aussagen, die ich nicht getroffen habe, dass die falsch sein müssen, sondern alle Aussagen, die ich nicht getroffen habe, bei denen ist es mir egal. Ja? Weil ich definiere mein Ziel und mein Ziel enthält nur die Dinge, die auf jeden Fall wahr sein müssen am Ende. Und die Seiteneffekte, die dabei entstehen, die ich nicht definiert habe, die sind mir egal. Genau. Schauen wir uns aber auch ein Beispiel dann auch nochmal an. Man kann es hier zum Beispiel sehen, wenn wir in diesem Zustand sind, B befindet sich auf dem Tisch und A auf B, dann ist das Ziel, B ist auf dem Tisch, ist erfüllt. Weil mir diese Bedingung hier ist mir egal. Also das ist mein Ziel,
Das ist mein Zustand. Zustand erfüllt das Ziel, weil mir alles andere, was ich nicht spezifiziere, ist mir egal. Genau. Gut. Zustände, Ziele. Jetzt müssen wir von unseren Zuständen irgendwie unsere Ziele kommen und dafür nutzen wir Aktionen. Aktionen bestehen immer aus drei Teilen. Das eine ist eine Deklaration. Muss ich angeben, wie heißt die Aktion, der Name und welche Parameter hat die Aktion. Die Parameterliste muss eben alle Variablen enthalten, die in den Vorbedingungen und Effekten vorkommen. Vorbedingungen und Effekte sind die beiden anderen Teile. Vorbedingungen beschreibe ich auch wieder über die Literale, die wir eben kennengelernt haben. Und die Vorbedingungen müssen immer erfüllt sein, also wahr sein, damit ich diese Aktion ausführen kann. Das ist ja die Bedeutung von Vorbedingungen. Und hier darf ich natürlich negative Literale benutzen. Also ich darf das Objekt nur greifen, wenn kein anderes auf dem Objekt draufsteht. Negative Literale sind hier also durchaus erlaubt. Genau. Und eine Aktion kann nur angewendet werden, wenn alle Vorbedingungen vollständig erfüllt sind. Eine Aktion selbst hat auch Effekte, also verändert die Welt, den Zustand. Und das tut man, kann man auf zwei Arten tun. Entweder listet man alle positiven und negativen Literale. Technisch ist es dann meistens so, dass man so eine Hinzufügeliste hat. Das sind also Zustände, die hinzukommen. Und eine Löschliste, das sind Zustände, die entfernt werden. Schauen wir uns aber auch mal nachher in dem Beispiel an. Genau, also eine Aktion A ist ausführbar in einem Zustand Z, wenn die Vorbedingung erfüllt ist. Und das Ergebnis der Ausführung erhält man eben dadurch, dass man alle negativen Literale in dem Effekt entfernt aus dem Zustand und alle positiven hinzufügt. Und hier haben wir mal so einen Zustandsübergang. Also wir befinden uns erst hier, A und B sind beide auf dem Tisch. Und am Ende ist B auf A drauf. Und wir haben hier noch so ein Prädikat, das heißt clear. Das heißt, obendrauf ist noch Platz, ist frei quasi. Und wenn wir jetzt also B auf A draufpacken, was passiert dann mit unserer Welt? Wir haben diese Add-Liste, also wenn wir B auf A draufpacken, dann kommt dieses Literal hier rein. Das heißt, nachher steht B auf A. Das ist die Add-Liste. Und wir haben natürlich die Delete-Liste. Das sind die Effekte, die eben entfernt werden sollen. Und nachher befindet sich eben B nicht mehr auf dem Tisch, weil ich es ja hochgenommen habe. Und A ist auch nicht mehr frei, weil jetzt ist B auf A drauf. Das heißt, diese beiden hier muss ich löschen. Genau. Und alles, was ich nicht beschrieben habe, in meiner Add-Liste oder in meiner Delete-Liste, wird einfach übernommen. Und so kann ich eben aus den Effekten einer Aktion mit der Add- und der Delete-Liste den neuen Zustand berechnen. Genau. Wie sieht so ein Strips-Problem eigentlich dann mal formell aus, wenn man es beschreiben würde? Wir haben hier noch so ein bisschen was hinzugefügt. Aber hier ist es jetzt mal dieser initiale Zustand. A und B sind auf dem Tisch. Und über A und B ist noch Platz frei. Und natürlich alles andere hier wird als falsch angenommen. Also alles, was ich nicht angebe, ist falsch. Das ist diese Closed World Assumption, die eben beim initialen Zustand und bei Zuständen allgemein gilt. Mein Zielzustand beschreibe ich eben als unvollständige Beschreibung. Also ich gebe nur das an, was unbedingt erreicht werden soll. Und alles andere ist mir egal. Also unbekannt oder egal. Genau. Und initialen Zustand beschreibe ich eben über diese Prädikatenlogik, meinen Zielzustand auch. Jetzt ist die Frage, wie beschreibe ich Aktionen? Aktionen enthalten zum einen den Namen, also hier gibt es zum Beispiel die Aktion putOn, das heißt, ein Objekt wird auf ein anderes gestellt und da habe ich Variablen als Parameter, also ich
stecke irgendein Objekt B1 auf Objekt B2 und ich nehme es natürlich von irgendwas herunter, also drei Parameter. Dann kann ich meine Vorbedingungen angeben. Um das tun zu können, um irgendwas auf B2 draufzustellen, muss B2 frei sein. Um B1 greifen zu können, muss B1 auch frei sein, sonst kann ich es nicht greifen. Und B1 muss sich auf dem Objekt befinden, von dem ich es greifen möchte. Genau. Wenn die Vorbedingungen erfüllt sind, dann kann ich die Aktion putOn ausführen. Und dann beschreibe ich eben, was ist die AddList und was ist die DeleteList. Und bei dem putOn ist eben, okay, was kommt dazu? Nachdem ich das Objekt weggenommen habe von diesem Ort, ist der Ort natürlich frei. Und danach befindet sich das Objekt B1 auf B2. Und es gibt auch dann die DeleteList. Also nachdem ich das gemacht habe, auf B2 was draufgestellt, ist B2 natürlich nicht mehr frei. Und danach befindet sich B2 nicht mehr auf dem Ort, von dem ich es weggenommen habe. Das heißt, diese hier werden entfernt. Genau. Und das andere Beispiel ist eben äquivalent dazu. Diese ganze Beschreibung jetzt von den Vorbedingungen und den Effekten ist ein bisschen vereinfacht tatsächlich, weil das gilt nur, wenn ich jetzt hier B1 und B2 unterschiedlich voneinander jeweils sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel putOn mit Objekt A hier im Parameter und mit Objekt A auch hier in diesem Parameter angebe, dann führt diese Beschreibung zu einem Widerspruch. Deshalb haben wir das hier so ein bisschen vereinfacht. Sieht das Ganze nämlich ziemlich kompliziert. Genau. Aber grundsätzlich müsste man sowas natürlich versuchen zu beachten, solche speziellen Fälle. Man würde den Widerspruch dann hier sehen, weil sich dann auf einmal A befindet sich auf A und das ist dann natürlich fragwürdig, in welchem Zustand ich mich dann befinde. Ne? Ich meine, die Aktion ist nicht wirklich ausführbar. Genau. Okay, was habe ich als Vor- und Nachteile von Strips? Strips hat einmal, ist natürlich eine sehr einfache Sprache, in der ich nicht viele Konzepte habe, in der ich dann eben sehr schnell auch was planen kann, weil die Software ist natürlich alles schon da. Ich kann auch beweisen, ob ein Problem lösbar ist oder nicht. Also das habe ich direkt mit eingebaut. Ich muss nicht ewig warten, weil der Algorithmus ewig läuft. Nachteile, es gibt natürlich viele Restriktionen bei dieser Modellierung noch. Also die Annahme der geschlossenen Welt, wobei es eher so formal ist. Man hat nur positive Literale in den Zuständen. Das heißt, so ein bisschen schwierig, unbekanntes Wissen zu modellieren. Also wir nehmen immer an, dass alles, was wir nicht hinschreiben, ist falsch. Aber vielleicht ist es ja nicht falsch, sondern wir wissen es nur nicht. Und ich kann auch keine so eine Aussage wie, es muss sich irgendein Objekt auf dem Tisch befinden, kann ich in Strips nicht formulieren. Das ist das, was mit dieser Aussage keine Quantoren und Disjunktionen quasi gemeint ist. Ich kann auch nicht sagen, Objekt A oder dieses Objekt. Das ist in Strips ist es nicht vorgesehen. Kann man natürlich erweitern und wird auch von anderen Planungssprachen dementsprechend erweitert. Man hat auch keine Typen. Ich meine, man kann es nachbauen mit Prädikaten. Wir machen das auch in der Übung machen wir das so und auch in den Klausuraufgaben wird es immer so ein bisschen nachgebaut, so Typisierung. Man hat natürlich nur boolsche Prädikate, also vielleicht wird man eher was Probabilistisches wollen, ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich das Objekt auf dem Tisch. Aber genau. ADL und PDDL können da eben wesentlich mehr und können auch komplexere Probleme modellieren, die man mit diesen Einschränkungen eben nicht beschreiben kann. Genau. Wir wollen uns noch zum Abschluss anschauen. Wir haben jetzt nur gemacht, wie kann ich ein Problem beschreiben mit Strips, aber die interessante Frage ist ja, wie löst ein Algorithmus dann so ein Planungsproblem? Da gibt es natürlich von einfach bis sehr kompliziert alles, also zum Beispiel Breitensuche. Breitensuche findet tatsächlich immer den optimalen Weg, braucht aber ziemlich viel Speicher, deshalb oft nicht wirklich anwendbar. Tiefensuche
wenn man Glück hat, findet es schnell eine Lösung, aber die ist dann meistens nicht optimal. Zum Beispiel fährt der Roboter dann unnötig rum, weil man sehr tief in den Graphen reingewandert ist. Neueres Verfahren, Iterative Deepening, wo eben die Tiefensuche mit Maximaltiefe gemacht wird. Braucht nicht so viel Speicher wie die Breitensuche. Und was auch gemacht wird, ist eben die heuristikbasierten Verfahren. Also wenn ich die Kosten irgendwie schätzen kann, so wie bei A-Stern, das haben wir in der Bewegungsplanung gemacht, dann kann ich natürlich viel, viel schneller zu einer Lösung von einem Problem kommen. Und es hängt natürlich stark davon ab, ob ich so eine Heuristik definieren kann und wenn ich sie definieren kann, wie gut sie dann ist. Genau. Und wir haben das jetzt so ein bisschen lapidar gesagt, aber das waren jetzt alles so Graphsuchalgorithmen. Was ist eigentlich die formelle Verbindung von diesen Graphproblemen zu dem Planungsproblem? Und hier ist mal noch eine Wiederholung. Wir haben uns ja mal A-Stern angeschaut. A-Stern ist ja ein Algorithmus zur Routenplanung in gewichteten Graphen, sage ich mal. Und es benutzt so eine Funktion f von x, die eben besteht aus den bisherigen Kosten und den geschätzten Kosten, eine Heuristikfunktion zum Ziel. Und g von x kenne ich natürlich immer, das sind die bisherigen Kosten. Und h von x muss ich irgendwie eine interessante Heuristik finden. Und wenn ich das Ganze in die symbolische Planung überführen wollte, das Problem, dann sind eben meine Zustände, die ich in der symbolischen Planung habe, sind Knoten in meinem Graph. Also jeder Knoten wäre ein einzelner Zustand. Ein Zustand ist ja immer komplett definiert. Das heißt, es kann sehr, sehr viele Zustände geben. Das haben wir am Anfang gesehen. Jeder Knoten definiert eben diesen vollständigen Zustand. Und diese Aktionen, die wir haben, die Transitionen zwischen den Zuständen, sind Kanten in dem Graphen. Und die Kosten an den Kanten sind eben ist eben beschrieben über die Kostenfunktion der Aktionen. Genau, das ist eben die Verbindung. Also das Prinzip eine 1-zu-1-Verbindung, symbolische Planung zu Graphplanungsalgorithmen. Genau, und wir wollen einmal an einem einfachen Beispiel so eine Breitensuche machen, also den einfachsten Algorithmus in so einer Graphsuche. Ich glaube, wir haben es gar nicht explizit gemacht damals in der Bewegungsplanung, deshalb ist hier nochmal die Beschreibung, wie so eine Breitensuche funktioniert. Man hat eben eine Open List und eine Closed List. Die Open List ist die Menge der Knoten, die noch expandiert werden sollen. Die Closed List ist die Menge der Knoten, die bereits expandiert wurden. Ich expandiere dann immer den ersten Knoten in der Open List nach dem FIFO-Prinzip. Tiefensuche ist dann eben nicht FIFO, sondern FILO, First In, Last Out. Aber wir machen in Breitensuche FIFO. Erst Phase 1 initialisieren wir alle Listen und fügen unseren Initialzustand in diese Open List ein. Phase 2 holen wir uns einfach den nächsten Knoten aus der Open List, fügen den aus der Closed List hinzu und dann expandieren wir diesen Knoten, indem wir alle Nachfolgezustände uns anschauen. Und in jedem Nachfolgezustand prüfen wir, sind wir schon am Ziel? Wenn ja, sind wir fertig. Wenn nein, fügen wir eben die Nachfolgezustände, die noch nicht in dieser Closed List sind, in der Open List hinzu. Und dann gehen wir eben nach Schritt 2, wiederholen das so lange, bis wir unser Ziel gefunden haben. Genau, ist also sehr nah an zum Beispiel A-Stern, das wir behandelt haben. A-Stern ist halt ein bisschen komplexer wegen der Heuristik. Genau, und dann hier mal ein etwas komplexeres Beispiel. Muss man sich wahrscheinlich dann nochmal genauer anschauen, aber hier ist der Initialzustand. Hier symbolisch dargestellt, C befindet sich auf A und B befindet sich auf dem Tisch. Und wir haben einen Zielzustand, in dem wir kommen wollen. Das heißt, C befindet sich auf B und B auf A. Und wie funktioniert jetzt? Wir haben natürlich die Aktionen, die wir eben beschrieben haben. Also wir können einen Block auf einen anderen Block stellen und wir können einen Block auf den Tisch stellen. Diese Aktion hier. Und mit diesen Aktionen wollen wir jetzt von unserem initialen Zustand zum Zielzustand kommen und wir wollen das nicht quasi einfach logisch irgendwie herausfinden, sondern wir wollen das mittels Breitensuche machen. Da haben wir hier unsere Open List, hier unsere Closed List und den aktuellen Knoten, den wir gerade expandieren wollen. Das heißt, was machen wir zuerst? Zuerst packen wir unseren aktuellen Knoten aus der Open List in den aktuellen Knoten. Und dieser Knoten wandert auch gleichzeitig auf die Closed List, also den haben wir jetzt expandiert, den brauchen wir in Zukunft gar nicht mehr betrachten. Genau,
Und dieser initiale Knoten, der ist hier, deshalb steht da ein i drin. Und jetzt expandiere ich diesen Knoten. Das heißt, ich muss schauen, welche Aktionen sind alle ausführbar in diesem Zustand. Und ich kann zum Beispiel C auf B packen, von A aus. Also hier wird dann C auf B gepackt. Dann habe ich einen neuen Zustand hier im Graphen. Der sieht dann so aus. Das Ganze kann ich dann nochmal anders machen, indem ich eben B auf C packe oder eben C auf den Tisch packe. Und an die Kanten hier kann ich immer meine Aktionen schreiben. Meine Aktionen und auch meine Kosten, wenn nicht alle Kosten gleich wären wie bei Strips. Genau. Das heißt, was Breitensuche natürlich ausmacht, ist, dass ich immer erst alle nächsten Nachbarn expandiere. Ich gehe also nicht in die Tiefe, sondern in die Breite. Genau. So, jetzt habe ich natürlich diesen Knoten hier komplett expandiert. Ich habe jetzt diese drei Knoten und muss jetzt aus der Open List den nächsten Knoten wählen. Und wir nehmen jetzt hier diesen hier, den wir als nächstes dann expandieren wollen. Und in diesem Zustand stellen wir fest, dass wir entweder zurückgehen können in den initialen Zustand oder dass wir C runternehmen können. Das heißt, man sieht hier, das ist nicht so, wie wir es zum Beispiel bei der Baumsuche kennengelernt haben. Hier kommt kein Baum raus, ne? Das ist ein Graph. Also diese Kante kann zum Beispiel in keinem Baum existieren. Das wäre ja ein Zyklus. Genau. Und das heißt, die Transition zurück muss ich gar nicht einfügen. Der ist eh in der Closed List drin. Und der Knoten hier ist in der Open List drin. Die Open List ist im Grunde, heißt Open List aus historischen Gründen, ist im Grunde eine Menge. Das heißt, wenn ich hier zweimal ein Objekt einfüge, dann muss ich das nicht zweimal eintragen. Deshalb wird es hier nicht ein zweites Mal eingetragen. Okay, genau. Dann habe ich meinen nächsten Knoten, den ich mir anschauen kann. Und dann stelle ich fest, in diesem Zustand, also wo B, C und A aufeinander liegen, kann ich nur eine Aktion ausführen und das ist B wieder runternehmen. Wenn ich B wieder runternehme, dann bin ich ja wieder in diesem Zustand. Das heißt, hier muss ich gar nichts hinzufügen. Hier wird einfach nur der Knoten auf die, sind keine neuen Zustände mehr möglich in diesem Zustand. Das heißt, der wandert einfach auf unsere Closed List. Genau. Dann haben wir noch unseren letzten Knoten hier, den wir noch expandieren müssen. Den können wir auch wieder expandieren, alten, neue Knoten. Und auch den kann man noch einmal expandieren. Dann ist man hier in diesem Zustand, CBA. Und in dem Zustand haben wir unseren Zielzustand erreicht und sind dann hier fertig. Das heißt, für dieses Planungsproblem hier sieht der Graph, der bei der Breitensuche entsteht, dann eben hier so aus. Und wir sehen, dass wir hier nach 1, 2, 3 Schritten unsere Lösung finden. Und weil wir Breitensuche gemacht haben, wissen wir auch, dass es die optimale Lösung ist. Das heißt, es gibt keinen kürzeren Weg als 3 Schritte, um diese Lösung zu erreichen. Genau. Und das wäre es auch schon für heute. Außer es gibt natürlich noch Fragen, aber könnt natürlich auch gerne nach vorne kommen. Und ja, Montag geht es dann mit Programmieren durch Vormachen von Tamim dann hoffentlich weiter.